So, hey Leute, heute mal wieder Stefanie22899. Ich weiß, es ist schon wieder etwas länger her, seitdem ich das letzte Video gemacht habe. Und es ist auch so einiges seitdem passiert. Und zwar, ich bin nach Deutschland geflogen. Ich wohne jetzt wieder in Deutschland, also zeitweise. Ich arbeite immer noch in England, aber bin halt derzeit bei meiner Familie in Deutschland. Und ja, musste mich halt deswegen in 14 Tage Quarantäne begeben bis Ende Mai. Das heißt, die Quarantäne ist jetzt vorbei. Und den Coronavirus-Test konnte ich auch machen und der ist negativ. Also gut, ich bin nicht krank. Auf jeden Fall, während dieser Quarantäne habe ich so einiges mir nach Hause liefern lassen. An die Tür ging natürlich meine Familie, weil sie auch durften. Aber ich dachte mir, warum euch das nicht mal in einem Video vorstellen? Deswegen gibt es heute XXL Quarantäne Shopping Haul. Komplett unnötig, aber ja, vielleicht interessiert es ja wen von euch. Vielleicht als kleinen Hinweis, alle Produkte, die in diesem Video erwähnt werden, habe ich mir selber gekauft, stehen in keiner Verbindung mit irgendwelcher Produktplatzierung. Und ja, ich wollte sie einfach nur mal vorstellen. Vielleicht möchtet ihr ja auch, dass ich sie mal ausprobiere. Also ich werde sie nur ein bisschen testen im Video, aber vielleicht möchtet ihr mal einen detailliertere Rezension, Alter, wo ist mein Deutsch? Ja, vielleicht möchtet ihr ja mal detailliertere Details. Vielleicht möchtet ihr ja mal, dass ich etwas mehr darüber spreche in einem anderen Video. So, das erste, was ich vorstellen möchte, aber mir nicht unbedingt als erstes bestellt habe, ist etwas, was ich in England auch schon gemacht habe. Und zwar, als ich in England war, habe ich mich für etwas registriert, angemeldet, was auch immer. Das heißt Birchbox. Eine Birchbox oder zumindest Birchbox ist eine Firma, wo du, wenn du dich da anmeldest, monatlich immer Beauty-Geschenke, also Beauty-Produkte in kleinen Testversionen zugeschickt bekommst. Ich habe 12,95 € bezahlt mit Versandkosten. Das wurde mir dann immer an meine englische Adresse geliefert und da war dann immer so zwischen 5 bis 7 Produkten, die ich halt ausprobieren konnte. Teilweise neue Produkte, die ich vorher noch nie kannte. Und ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall, in Deutschland habe ich eine Alternative zu Birchbox gefunden und das nennt sich hier in Deutschland die Glossy Box. Oh Gott, die scheint so hell. Jetzt habe ich mein Make-up daran bekommen. Nice. Die Glossy Box, die gab es im Mai, also das ist jetzt die Mai-Box natürlich, die gab es im Mai in 2 verschiedenen Formen. Einmal dieses Leopardenmuster und dann das andere Zebramuster. Ich habe die Leopardenbox bekommen. Das ist, glaube ich, eher ein Zufallsprinzip. Ja, und ich habe mich natürlich darüber gefreut, abgesehen davon, dass in England meine Mai-Box angekommen ist und ich sie nicht in Empfang nehmen konnte, habe ich jetzt hier in Deutschland die Glossy-Box. Ja, habe ich halt aufgemacht. Ja, und dann kam mir erstmal gleich so ein kleines Heftchen entgegen. Mal davon abgesehen, so wie es jetzt aufgemacht ist, da war vorher noch ganz viel Flitter drin und so ein kleines Krepppapier drüber. Habe ich rausgemacht. Ich habe halt kurz reingeguckt, aber noch nicht ausprobiert. Ja, aber ich finde es ganz nett. Und zwar in diesem Katalog ist halt detailliert noch mal ein bisschen beschrieben, was in den Glossy-Boxen diesen Monat ist, für was man die nutzen kann, die einzelnen Produkte und ja, so ein kleines Sneak Peek, was jetzt im Monat Juni reinkommt. Bin ich auch gespannt. Vielleicht möchtet ihr ja mal, dass ich das jeden Monat review, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Lieber nicht. Und zwar das erste, was mir in der Box aufgefallen ist, ist dieses Leoparden-Design-Ding. Es ist eine kleine Lidschattenpalette. Ich habe sie vorher noch nie aufgemacht. Das ist halt gleich im Design von der Box von Steve Laurent. Kannte ich vorher nicht. Ich kenne nur Yves Saint Laurent. Aber davon ist nicht. Ja, ich mache mal ganz kurz auf. Kleinen Moment. So, hier haben wir es. Also eigentlich eine ganz schöne Verpackung. Und ja, ich weiß, man sieht, dass ich mit meinem Handy aufnehme. Ich hoffe, die Qualität geht auch. Ja, machen wir mal auf. So. Also hier haben wir auch gleich einen Spiegel. Und das hier sind die Farben. Also eher so Nude-Töne, beziehungsweise dann geht es auch hier wieder, wo man Smoky-Eye-Look machen könnte, theoretisch. Ich habe es heute versucht, aber ich habe es verkackt. Aber ich finde die Töne ganz schön. Ich mag so oder so lieber solche Nude-Töne. Das gefällt mir am liebsten. Das kann man jeden Tag machen. Das wäre zum Beispiel etwas, was man gut zur Arbeit tragen könnte, sobald wir dann alle wieder nach draußen gehen und arbeiten. Ja, finde ich ganz schön. Ich würde das jetzt einfach mal auf meine Hand auftragen. Nicht unbedingt alle Farben, aber damit wir einfach mal sehen können, wie es so ungefähr aussieht. Die Pigmentierung von der Lidschattenpalette, die ich heute benutzt habe, ist eigentlich ganz okay. Das ist eher so Drogerie-Make-up. Stark pigmentiert ist es jetzt überhaupt gar nicht.
Aber ja, probieren wir es einfach mal aus. So. Okay, ja. Hier haben wir den schwarzen Lidschatten. Ich glaube nicht mal, dass die eine Farbe haben, oder? Die Namen. Dass die Farben einen Namen haben. Nein, haben sie nicht. So, genau, das ist der schwarze. Dann, was haben wir hier? Das sieht man ja fast gar nicht. Das ist ja... Nee. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Könnt ihr das sehen? Das ist der mittlere Ton von oben. Naja. Also Pigmentierung. Sieht anders aus. So, probieren wir mal mittleren. Ja, der sieht ganz okay aus. Damit kann man gut was anfangen. Das ist jetzt hier in der Mitte dieser Ton. Den finde ich ganz gut. Also, ich meine, man könnte damit schon ein paar gute Looks machen. Aber ich glaube mal, dass die helleren Töne, also hier oben oder vielleicht hier unten, kaum bis wenig Pigmentierung abgeben. Und dass man das nur retten kann, indem man vorher zum Beispiel einen kleinen Primer auf die Augen macht. Das nächste, was ich hier drin hatte, war so ein kleiner Scrunchie, also einfach nur so ein Zöpfchen. Ich mag eigentlich nicht wirklich, mir einen Zopf zu machen, weil ich finde, damit sieht man mein Gesicht zu viel und ich verdecke lieber mein Gesicht, ist ja ekelhaft. Ja, und dieser Zopf oder Scrunchie, der ist von Purelei, keine Ahnung, irgendeiner Firma, die halt ja, sowas verkauft. Nein, ich habe mal online geguckt, ich habe das öfter bei deutschen Instagram Girls gesehen, dass die halt ganz oft was bei Purelei bestellen. Vielleicht lohnt es sich, vielleicht auch nicht. Also es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Es fühlt sich nicht an wie so ein 1-Euro-Haarband. Es ist stabil. Wir wollen es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Aber ja, ist ganz okay. So, das nächste, was ich bekommen habe, was sich jetzt vor allen Dingen ab Juni lohnen wird, hoffentlich, ist so ein Sumee, ich glaube mal Schwitzpads. Ich kann es selbst nicht genau beschreiben. Ich muss einmal ganz kurz reingucken, was hier in dem Katalog steht, wie man das verwenden kann. Genau, hier. Also hier Sumee Antitranspirant-Tücher. Das ist im Endeffekt ein antitranspirantes Tuch. Das heißt, du machst es dir halt unter die Arme. Es ist dann, wie gesagt, über Nacht einwirken. Und das sorgt angeblich dafür, dass, naja, okay, schwitzen wirst du so oder so. Aber dass der Geruch zumindest ein bisschen nicht so intensiv ist. So, das packen wir wieder rein. Das packen wir wieder rein, wir packen es wieder rein, hier, ja, wir packen es wieder rein und ich habe es falsch reingepackt. Scheiße. Genau. Und das vierte Produkt, was in dem Karton war, ist ein Basic Tweezer. Also, wie man an meinen Augenbrauen schon erkennen kann, ich nutze Tweezer so gut wie gar nicht. Sollte ich eigentlich nicht. Und, na gut, also hier muss ich echt mal meine Augenbrauen zupfen. Aber egal, weil mir tut es zu sehr weh. Ich möchte keine Haare verlieren. Nee, alles gut. Aber ja, vielleicht bringt er was. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht so wirklich eine Ahnung von Tweezern. Ich kaufe die nur manchmal, um meinen Freund damit zu ärgern. Also als ich in England war, ärgere ich gern meinen Freund damit. Vor allen Dingen, weil Jungs ja immer so schön entweder Haare an den Armen haben oder an den Beinen und dann mal mit einem Tweezer da entlang gehen. Glaubt mir, da wird er sich freuen. Okay, also das ist hier so ein pinker, kleiner Tweezer. Pink, ganz okay, ja. Also ich weiß nicht, sieht stabil aus. Wir sehen ja, ob es was bringt, wenn meine Augenbrauen einmal normal aussehen. Alles klar, das fünfte und letzte Produkt in der Glossy Box war hier dieser Giant Pro Liner von Gosh. Ich mag am liebsten eigentlich diese Felt Tip Eyeliner. Also im Endeffekt einfach nur ein Eyeliner-Stift. Den bevorzuge ich vor Liquid Eyelinern. Derzeit jedoch benutze ich einen Liquid Eyeliner, weil ich gelernt habe, halbwegs damit umzugehen. Also mein Eyeliner kann ich immer noch nicht perfekt, also wirklich überhaupt nicht. Aber ja, und das hier machen wir einfach mal auf, damit wir sehen, was das für eine Art von Eyeliner ist. Okay, das sieht aus wie ein Edding. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht einfach aus wie ein Edding-Stift. Ganz im Ernst. Okay, also ich kann mir schon vorstellen, dass man dünne Linien mit dem Ding ganz vorne machen kann. Also wirklich mit der Spitze nur. Aber der Rest sieht einfach aus wie ein Edding. Also wenn du so einen richtig fetten Eyeliner haben willst oder fette Augenbrauen, dann hier. Das ist dein Edding.
Aber er stinkt nicht so wie Netting. Ja, das war auch im Endeffekt die Beauty Box. So sieht sie von innen aus. Das ist von Glossy Box. Diesen Monat kriege ich auch nochmal was. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dann sagt mir Bescheid. Und ja, ich mache auch ein Review für Monat Juni. So, das nächste, was wir haben, ist eine Bestellung von Douglas. Ich habe vorher noch nie wirklich online bei Douglas bestellt, aber ja, jetzt habe ich es getan. So, also das allererste, was ich mir bestellt habe, das ist dieser fette, große Kylie Skin Vanille Milchtoner. Die Verpackung finde ich ganz süß. Also Pink ist jetzt nicht so meins, keine Ahnung, ich trage kaum Pink, ich weiß nicht. Aber ich habe mir den halt vor allen Dingen deswegen geholt, weil ich liebe Vanille. Und meine Hoffnung liegt einfach dabei, dass er super schön nach Vanille riecht und auch irgendwas bringt nebenbei. Und hier kommt der extra schwere Toner, wo die Kappe jetzt schon ein bisschen locker ist, aber egal. Also Kylie Skin, Kylie Jenner und dann halt Vanille Milchtoner. Ich muss dazu aber gestehen, ich mache sehr selten was für meine Haut. Also wenn ich mich abschminke, dann mache ich noch manchmal halt eine kleine Feuchtigkeitscreme drüber und das war's. Man sollte vielleicht ein bisschen mehr tun, wenn man fast jeden Tag Schminke trägt. Aber ich bin faul. Und ich dachte, vielleicht damit werde ich endlich was tun für meine Haut. Das Wichtigste für mich ist auf jeden Fall jetzt der Geruch, weil ich hoffe halt schön, dass es nach Vanille riechen wird. Abgesehen davon auch, dass ich natürlich möchte, dass es gut auf der Haut ankommt, weil ich habe sensible Haut und ich weiß nicht, wie die so reagieren wird. Wenn ihr möchtet, kann ich auch gerne mal so ein 14-Tage-Review von Kylie Skin Produkten machen. Ich habe 3 Produkte bestellt. Es gibt derzeit 6 Produkte in Deutschland zu kaufen, aber ich möchte nicht unbedingt alle kaufen. Also ich kann gerne den Vanille-Milchtoner ausprobieren. Ich kann gerne die Feuchtigkeitscreme ausprobieren und eben, was haben wir hier? Den Deforming Face Wash, also das Waschgel fürs Gesicht. Das kann ich gerne ausprobieren, aber den Walnut Scrub als Beispiel, den möchte ich nicht unbedingt ausprobieren, weil ich halt so einige Rezensionen online gelesen habe, dass das nicht unbedingt gut für das Gesicht ist, wenn man da halt, ja, mit Walnüssen einmal quer übers Gesicht geht. Nee, ich habe da ein bisschen Angst wegen meiner sensiblen Haut. Die Augencreme brauche ich nicht unbedingt und was war das andere? Kann ich mir auch schon nicht mehr dran erinnern. Also ja, das andere wollte ich glaube ich auch nicht. Also wenn ihr möchtet, könnte ich gerne den Vanille-Milchtoner, Foaming Face Wash und die Feuchtigkeitscreme für 14 Tage ausprobieren, euch ein Review darüber geben, aber nur wenn ihr wirklich daran interessiert seid. So, genau. Machen wir jetzt aber erstmal den Vanille-Milchtoner auf. Jetzt, nachdem ich es aber aufgemacht habe, soll ich es dann ja auch mal wirklich verwenden. Also heute Abend schlage ich mich selbst dazu, das zu verwenden. Oh mein Gott. Das erinnert mich an das Shampoo, was ich mal beim Friseur bekommen habe. Also so ein Vanille-Shampoo. Riecht ganz gut. Sieht eigenartig aus. Ich kann nicht viel sehen darin. Aber ja, wenn ihr möchtet, kann ich es gerne mal ausprobieren. Das nächste Produkt, wie schon angekündigt, das ist der Kylie Jenner by Kylie Skin Foaming Face Wash. Wollte ich halt auch gerne ausprobieren, weil ich es gesehen habe, dass angeblich schon ein Pumpschuss reicht für das ganze Gesicht. Ja, ist okay, wenn es wirklich so schön schäumt. So sieht der aus. Gut, online sah der halt kleiner aus und ich habe mir den auch kleiner vorgestellt. Jetzt in real, ja, finde ich ganz okay. Also, das ist meine Hand. Und der Foamer ist definitiv größer als meine Hand. Ja, so, Foaming Face Wash. Den Pumper finde ich ganz gut. Also, das sieht halt wirklich so aus, als ein Pumpstoß reicht, mein ganzes Gesicht damit einmal schön einzuschmieren. Ich finde es ganz gut, ja. Das riecht auch gut. Oh, ich weiß nicht, das erinnert mich an so eine Dove-Handseife. Ja, wirklich. Also es erinnert mich an irgendeine Handseife. Das andere, der Vanille-Milchtoner, erinnert mich an so ein Vanille-Shampoo, den man beim Friseur kriegt. Und das hier erinnert mich an die Handseife von Dove. So, dann habe ich mir in dem Paket auch noch was anderes bestellt, weil, ja, es muss nicht nur Kylie Jenner sein. Ich habe davon halt viel auf Instagram gehört oder allgemein bei Beauty-Vloggern und, ja, gesehen, gekauft, noch nicht ausprobiert. Ja, aber ich hoffe, dass es was bringt. Und zwar, das ist von Benefit The Professional. Ich habe vorher nicht so wirklich eine Ahnung von Palmern gehabt, oder ich habe es immer noch nicht. Aber ich hoffe, er bringt was, weil ich habe gemerkt, dass ich halt sehr große Poren habe und habe da so einen Trick 17 gefunden online. Und ich hoffe, dass wenn ich das hiermit verwende, dass dieser Trick 17 funktioniert und meine Haut dann nicht mehr so scheiße aussieht, wenn ich Make-up drauf mache.
Es sieht halt einfach aus wie so ein, keine Ahnung, kennt ihr diese weiße Schokolade mit Nüssen innen drin? So ungefähr sieht es aus. Ja, aber ich habe halt extrem große Poren und dementsprechend hoffe ich, dass das was bringt und freue mich, das schon ausprobieren zu können. So, das nächste, was ich mir bestellt habe und dazu muss ich sagen, ich habe auf Instagram euch gefragt, ob ihr mir ein paar Empfehlungen geben könnt von Drogeriemärkten, Douglas, DM oder Rossmann, was ihr gerne mögt, was ihr möchtet, dass ich das mal ausprobiere in einem Video. Und zwei Leute, glaube ich, haben mir vorgeschlagen, die Catrice Glam und Doyle Mascara Waterproof. Und ich habe die vorher auch schon ausprobiert gehabt. Das ist eine absolute Lieblingsmascara von mir. Ich glaube, die bringt es wirklich. Und ich habe zum Beispiel mal die High-End Mascara von Too Faced Better Than Sex in Wasserfest ausprobiert. Und ja, die fand ich, hat es jetzt nicht so drauf. Ich habe zwar auch einen Trick, wie man eine klumpige Mascara wieder neuer oder besser hinkriegt, aber ich finde, die war es einfach nicht wert. Also das Geld habe ich definitiv dafür in den Müll geworfen. Dafür finde ich, dass die Glam & Doyle Mascara ist sehr gut. Ja, und ich freue mich, die wieder gekauft zu haben, weil ich habe sie vermisst. Das nächste, was ich gekauft habe, weil ich es auch gerne mal ausprobieren wollte, ist von Urban Decay so eine Mini-Travel-Version von dem All Night and Rebound Spray. Das All Nighter Fixierspray wollte ich eh schon mal die ganze Zeit ausprobieren, weil ich davon auch nur Gutes gehört habe. Ich habe bis jetzt, zumindest in England, ich habe es leider hier nicht mit in Deutschland, das MAC Fixier Prep and Prime Spray genutzt. Und das fand ich ganz gut. Und dann dachte ich, ja, vielleicht tut es der All Nighter. Ja, zumindest hier in Deutschland auch. So, und dann das letzte in der Packung, zumindest das letzte, was ich gekauft habe, ist der hier. Das ist von Lime Crime, Velveteen, keine Ahnung, in der Farbe Feelings. I've got feelings for you. In der Farbe das hier. Ich wollte schon immer gern mal so einen Liquid Lipstick von Lime Crime haben. Damals habe ich mich in so eine richtig dunkelrote Farbe verliebt und habe es mir leider nie geholt. Und dann dachte ich, ja, wieso nicht? Kann man ja das hier holen und jetzt habe ich es geholt. Ja. Ich wusste gar nicht mal, dass Douglas auch Lime Crime Make-up anbietet. Hier, so sieht er aus. Ich finde die Aufmachung sehr schön. Ich mag so oder so Rosen, also ha, wunderbar. Ah ja, und genau das ist, wovon ich geredet habe. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Es ist wirklich ein schöner, dunkelroter Ton. Ich habe damals von ColourPop Cosmetics solche Lippenstifte, Liquid Lipsticks, bestellt gehabt. Ja, ich mag einfach dunkelrote Lippenstifte. So, das nächste, was ich jetzt vorstellen möchte, sind ein paar Klamotten, die ich mir online bestellt habe von einigen Shops, die ich ganz gut finde. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Shop und das wäre Shein. So, das erste, was ich mir gekauft habe, ist dieses Top hier von Shein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Sugar und Spice. Ich dachte, das wäre ganz niedlich und habe es mir deswegen gekauft. Normalerweise trage ich überhaupt gar keine Crop Tops. Oder ich mag es eben auch nicht, meinen Bauch zu zeigen. Aber naja, es gibt ja High-Waist-Hosen. Und ja, apropos High-Waist, das zweite, was ich mir geholt habe, ist einmal diese Hose hier. Also die geht tatsächlich nur bis zum Knie. Ich kann das jetzt nicht so richtig zeigen. Aber ja, ich finde sie ganz schön. Und hatte eigentlich noch nie so Hosen, die so bis zum Knie gehen. Aber ja, die ist ganz schön und ich mag so oder so eher dunkle Hosen. Zweite, was ich habe, sind diese Shorts. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Das sind wieder High-Waist-Shorts. Ich mag alles, was High-Waist ist. Ja, haben hier kleine Taschen. Ich weiß nicht, kann man da was reinpacken? Ja, so ungefähr so. Und ja, ich finde die ganz gut und für den Sommer passen diese Shorts so oder so. Aber hier sind sie doch ein bisschen zu groß, oder? Hier so am Bauch. Da passt aber rein. So, die nächsten Sachen, die ich auch noch von Shein habe, die sind jetzt ein bisschen verrückt. Aber ich mag Verrücktes. Dementsprechend habe ich sie mir gekauft. So, einmal haben wir hier eine mega fette Brille, die einfach alles überschattet. Damit kannst du einen Scheißdreck sehen. Keiner kann dir in die Augen gucken, wenn jemand sagt, oh, du hast hübsche Augen. Ach ja, danke. Wo denn? Oh, ich weiß nicht, die sind so heftig. Also man bräuchte
dafür doch schon das richtige Outfit. Ich habe die mir ein bisschen kleiner vorgestellt. Aber hiermit kannst du einfach gar nicht sehen. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Fliege. So eine richtig dicke, fette Fliege. Du kannst damit einen Scheißdreck sehen, wirklich. Also wenn man irgendwie einen Mundschutz hat und das dann noch drauf, dann bist du komplett geschützt. Das nächste, was ich mir geholt habe, habe ich vor 2 Tagen einmal ganz kurz für, keine Ahnung, 4-5 Stunden getragen. Leider, da es neu ist und natürlich auch nicht wirklich hochwertig, das war wirklich sehr, sehr günstig, habe ich an meinem Finger, an dem ich es getragen habe, so kleine blaue Abdrücke bekommen, weil das abgeschmiert hat, und das ist das hier. Ja, ich weiß, es sieht aus wie so ein, keine Ahnung, so eine kleine Ritterrüstung in Fake Gold. Ich fand es ganz schön, und vor allen Dingen, wenn ich das am Finger trage, keine Ahnung, ich habe sowas mit solchen Dingen. Die sind einfach geil. Ich finde die mega. Ich weiß nicht, warum decke ich meine Hand mit meiner Hand? Wenn ich auf was stehe, dann auf so ein Blödsinn. Ich weiß nicht. Ich finde es nicht Blödsinn. Ich finde es irgendwie schön. Ich fand es cool. Es war noch im Angebot, es war noch da. Und außerdem bewegt sich die ganze Rüstung auch mit deinem Finger. Das heißt, du kannst immer noch ganz normal tippen oder was auch immer. Und für den Fall, dass dir mal jemand dumm kommt, hier hast du eine kleine, schöne, scharfe Spitze. Also ich will damit jetzt bloß gar keinen anstiften. Nein, um Gottes Willen, bleibt alle brav, seid alle lieb zueinander. Nein, aber ich finde das einfach ganz schön. Das hat was. Das nächste, was ich mir geholt habe, ist so eine Art Doppelring in Silber dann. So würde es zusammen aussehen. Halt wirklich wie so eine kleine Krone, eigentlich ganz schön. Aber es ist wirklich sehr, sehr günstig. Also Qualität geht. Ich finde den ganz schön. Ja, man kann den auch ohne den anderen Ring haben, wenn ich den dann mal abkriege. So, genau, also man kann dann den Ring hier entfernen. Dann hat man entweder 2 Ringe oder nur einen. Ich mag die Krone halt sehr gerne. Das hier sieht eher aus wie so ein ganz normaler Ring. So, das allerletzte, was ich mir von Shein gekauft habe, ist ein kleines Set. Das ist mit so einer Doppelkette, also das ist hier ein kleiner blauer Schmetterling und dann ist hier eine kleine Perle in der Mitte. Mit diesem Set, also das ist ja nur die Kette, weil es ja ein Set ist, kamen dann da auch noch Ohrringe, die passenden Ohrringe dazu, also nicht nur einer, nein. Wir haben 2 Ohrringe. Ja, die finde ich ganz niedlich. So, das nächste, was ich gekauft habe, habe ich bereits schon an. Keine Sorge, das hat hier so kleine Dinger. Und zwar, das ist von einer Firma, bei der ich gerne in England immer einkaufen gehe. Und zwar Missguided. Ich dachte, als ich das online hier gesehen habe, mega, sieht super aus, vor allen Dingen am Model. Man kann ja hier mal ein Bild zeigen. Und als ich es dann in real bekommen habe, ich glaube, das hat 15 Pfund oder so gekostet, dachte ich mir, scheiße, was habe ich da gekauft? Das Material ist relativ dünn. Ich dachte, dass diese schwarzen Streifen wie so eine Art, wie so ein Korsett aufgebaut, also ein bisschen stärker wären. Dabei ist es einfach nur wirklich eine Naht, die da hier reingenäht wurde, damit es die Illusion macht, dass es härter aussieht, weiß ich nicht. Und ja, also es sollte ein Korsett-Top sein, aber es sieht gar nicht so aus. Die Länge geht bis hierhin, aber... Naja. Das nächste, was ich mir aber auch von Missguided gekauft habe, ist einmal diese Tasche hier. Ich fand die wunderschön, vom Design her auch. Also man könnte meinen, es erinnert einen an etwas anderes, wenn ihr wisst. Ja, die ist ganz okay. Kann man halt hier so aufmachen. Innen drin ist nicht unbedingt viel Platz. Also ich habe schon ausprobiert, da passt mein Handy rein, Handreiniger, meine Maske, meine Geldbörse und das war's. Also nicht wirklich viel und die stinkt immer noch. Dabei habe ich sie schon ausgelüftet, egal. Ja, aber ich fand sie eigentlich ganz schön und habe sie deswegen gekauft. Das nächste, was ich dann aber auch bekommen habe, ist ebenfalls von Missguided. Also das habe ich mir gekauft. Das ist ein Rucksack, das hat einen ähnlichen Design, bloß ist das ein bisschen dunkler. Und zwar ist das der hier. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eher Rucksäcke als Taschen trage. Und ja, dann brauchte ich halt unbedingt auch diesen Rucksack. Ich finde ihn ganz schön, kann man hier auch verstellen, weil, naja, ich habe nicht so einen breiten Rücken. Hier vorne ist ein kleines Täschchen und hier innen drin ist dann halt Rucksack und Missguided-Zeichen. Es ist relativ viel Platz innen drin, man muss es wieder auslüften. Und wie man den dann zumacht, ist wie so ein Jutebeutel, sage ich mal so, hier oben. Und machst eine Klappe drauf und trägst da rum. Jo. Ich fand den ganz schön und ich glaube, der war 20 Pfund. Ja, dementsprechend habe ich ihn mir geholt. So, die nächste Firma, von der ich mir was gekauft habe, ist Manier de Voix.
Also das hier einmal ist zum Beispiel ein Korsett-Top und das ist jetzt wirklich auch ein Top, mit dem ich top zufrieden bin. Ha. Hier kann man halt die Träger selbst zubinden, Schleifchen reinmachen, je nachdem, wie man es möchte, damit es dann auch einem wirklich passt. Hier vorne ist der Reißverschluss und das Top geht dann bis hier. Das ist dann auch so ein bisschen gerüscht. Also ich finde es super. Hier sind halt auch noch Pads drin, damit ein bisschen besser hält. Und ja, ich finde, das sieht einfach mega aus. Also das ist das, was ich gerne von einem Korsett-Top erwarte, dass es halt schön aussieht. Süß oder wie auch immer. So, das nächste, was ich mir von Manier de Foix gekauft habe, ist ein Rock. Und gleich vorweg, nein, ich habe ihn nicht falsch rum an, der sieht wirklich so aus. Ich finde den super schick, also keine Ahnung. Es kommt natürlich immer darauf an, was für einen Geschmack man hat. Ja, das sind hier kleine Taschen. Ist hier mit Knöpfen. Ich bevorzuge eigentlich Reißverschluss, aber das ist auch ganz in Ordnung. Und ja, ich finde den mega. Ich kann auch gerne einmal hier ein Bild einblenden, wie es online auf der Webseite aussah. Und so ungefähr sieht es auch in Real aus, abgesehen davon, dass es an mir halt nicht so aussieht wie auf dem. So, almost last, but definitely not least, haben wir eine mega schöne Hose von Manier de Vrois, die ich mir gekauft habe, weil, naja, weil ich sie einfach gut finde. Ich wette, wenn ich die draußen das erste Mal anhabe, werde ich damit so einige Aufmerksamkeit auf mich ziehen, weil die Leute denken werden, ich bin bescheuert. Hier ist erstmal ein Bild, wie es online aussah. Und so sieht die aus. Entschuldigung für die Unordnung im Hintergrund. Die ist auf jeden Fall High-Waist. Ich versuche es einfach mal. So, genau, die ist auf jeden Fall High-Waist und hier hat man so einen eigenartigen Reißverschluss. Ich weiß, das sieht alles sehr, sehr eigenartig aus. Hier gibt es auch Hosentaschen. Aber ich finde es einfach schön. Ganz unten, hier könnt ihr es nochmal an dem Bild hoffentlich erkennen, sind halt nochmal zwei Reißverschlüsse, wo man die Hose ein bisschen erweitern kann, wenn man halt damit rausgeht und aufgeht. So, und jetzt zeige ich euch mal das Highlight der ganzen Online-Shopping-Sache. Ich habe überall auf so vielen Webseiten nach diesen Schuhen gesucht und ich habe sie im Endeffekt bei irgendeiner englischen Webseite gefunden, habe sie dann nach Deutschland liefern lassen. Die sahen so schön aus. Okay, ich habe von ganz vielen Freunden Benachrichtigungen bekommen, dass sie mich schon jetzt damit hinfallen sehen, aber ja, wir können es ja mal probieren. Ich finde die einfach so schön und ja, sind definitiv extravagant. Damit kann man auch wieder Blicke auf sich werfen oder so mürrische Blicke, aber egal. Ja, und ich zeige sie euch einfach mal ganz kurz. So, hier haben wir einmal die Prachtstücke. Die habe ich jetzt von Envy Shoes. Das sind halt wirklich glänzende Pumps, High Heels, was auch immer man dazu sagen möchte. Ich habe leider eine sehr, sehr große Schuhgröße. Das ist Größe 40 hier. Die sehen einfach mega aus, keine Ahnung. Und wie man hier an dem hier schon sehen kann, es ist ein Dollarzeichen als High Heel. Man denkt natürlich, oh nein, das bricht sicherlich ab, das sieht nicht stabil aus. Aber es ist stabil, also zumindest finde ich das. Es ist wirklich stabil. Ich hoffe natürlich, dass der High Heel niemals abbricht. Aber ja, ich finde, die sehen sehr elegant, extravagant und was auch immer noch aus. Ja, definitiv eine Sache, die ich sehr mag. So, und hier hätten wir dann auch nochmal die Schuhe getragen. Ich weiß, es geht jetzt nicht anders, aber ich finde hier einfach mega, abgesehen davon, ich muss die Tags mal abmachen, sehr dünner Heel. Ich hoffe wirklich, dass er nicht abbricht. Aber ja, das Dollarzeichen hat es mir einfach angetan. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos haben möchtet, dann schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht auch wissen wollt, wie ich hier überhaupt nach Deutschland gekommen bin, vor allen Dingen aufgrund der ganzen Coronavirus-Situation, die leider immer noch besteht, dann ja, sagt Bescheid und ich kann auch gerne ein Video darüber machen. Und wie gesagt, wenn ihr auch sehen möchtet, wie ich die Kylie Skin-Reihe mal für 2 Wochen ausprobiere, schreibt alles unten rein, bombardiert die Kommentarbox und ich guck mal, was sich machen lässt. Genau, das war's dann mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!